So, kann man mich hören? Just in time. Schönen guten Nachmittag, Frau Weyand. Mein Name ist Paul Schmidt. Ich darf die Veranstaltung moderieren. Hallo, Herr Schmidt, freut mich Oh, sehr. entschuldigen Sie, dass ich so spät bin, aber ich hatte irgendwie technische Probleme, da hineinzukommen in diesen Raum. Aber jetzt bin ich da. Das ist wunderbar. Hallo, liebe Sabine. Hallo. Hallo Cynthia, schön dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. So. Ja. Du sagst, wann wir live sind. Genau. Schönen guten Nachmittag. Schönen guten Nachmittag von Wien in die Welt hinaus. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar. Thema des Webinars ist die Überprüfung der EU-Handelspolitik. Internationaler Handel ist gerade auch für eine kleine, exportorientierte, offene Volkswirtschaft für Österreich ganz besonders wichtig. Das Thema ist aber gleichzeitig auch ein ganz heißes Eisen in Österreich. Super. Ja, herzlichen Dank. Seit TTIP, seit CETA, jetzt mit Mercosur und mit der aktuellen Gesundheits- und Wirtschaftskrise und aus vielerlei Gründen und Emotionen ist das Thema ein heißes Eisen. All diese Gründe und Motive, die dahinter liegen, werden wir im Laufe der nächsten 1,5 Stunden besprechen und werden sicher angesprochen werden. Im österreichischen Parlament hat sich die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten mit derzeitigem Stand gegen ein Mercosur-Abkommen ausgesprochen. Das österreichische Parlament ist ein Spiegelbild der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung. Aber gerade deswegen gibt es eine große Notwendigkeit, miteinander zu sprechen und Fragen, Sorgen und Prioritätensetzungen auszudiskutieren. Und genau das wollen wir heute tun. Bevor wir starten, darf ich kurz unsere heutige Runde vorstellen. Herzlich willkommen im virtuellen Österreich, Sabine Weyand. Sabine Weyand ist uns aus Brüssel zugeschaltet. Sie leitet die Generaldirektion für Handel in der Europäischen Kommission seit Mai 2019. Davor führte sie gemeinsam mit dem EU-Chefverhandler Michel Barnier über 3 Jahre lang die Brexit-Verhandlungen. Sabine Weyand hat quasi die Schirmherrschaft über diesen Konsultationsprozess, über den Prozess, den die EU-Kommission mit den Mitgliedstaaten dankenswerterweise initiiert hat. Schönen guten Nachmittag auch an Cynthia Zimmermann. Frau Zimmermann leitet die Sektion für EU und internationale Marktstrategien im Wirtschaftsministerium. Heute heißt das Ministerium, genauer gesagt Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Und sie leitet darüber hinaus die österreichische Brexit Taskforce. Herzlich willkommen, wenn er schon da ist, auch Thomas Waits. Thomas Waits ist EU-Abgeordneter der Grünen, Abgeordneter zum Europäischen Parlament. Ich weiß nicht, ob er schon da ist. Wenn er noch nicht da ist, dann wird er sicher gleich einsteigen. Ich Er bin da. sitzt. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Nachmittag. Schön, dass Sie da sind. Wir haben gehört, Sie sitzen in der Steiermark. Und wir schicken schöne Grüße in die Steiermark. Weiß nicht, wie gut die Internetverbindung ist. Wir sehen Sie nicht, aber wir hören Sie gut. Thomas Waits ist vom Beruf neben seiner Abgeordnetentätigkeit auch Imker und Biobauer.
Schönen guten Nachmittag auch an Christoph Schneider. Christoph Schneider ist hier, den habe ich schon gesehen. Christoph Schneider leitet die Abteilung für Wirtschafts- und Handelspolitik an der Wirtschaftskammer Österreich. Und herzlich willkommen auch Valentin Wedel. Valentin Wedel leitet die europapolitische Abteilung der Arbeiterkammer Wien. Mein Name ist Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und ich darf heute diese Debatte hier für Sie moderieren. Jene, die jetzt, weil man hier Zwischengeräusche hört, jene, die jetzt nicht direkt in die Debatte involviert sind derzeit, die würde ich bitten, dass Sie Ihre Mikrofone abdrehen, damit wir nicht hören, wie Sie telefonieren oder wie Sie zu Hause sonst irgendwas sagen. Hier gibt es noch ein paar Teilnehmer an dem, ja genau, sehr gut. Mikrofone sind weg, die anderen bitte, vor allem Frau Weyand, darf ich bitten, das Mikrofon aufzudrehen. Ganz kurz zum Ablauf, wenn Sie erlauben, wir starten mit einem Impulsstatement zum Thema von Frau Weyand und gehen dann in die Debatte. Alle weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die über WebEx jetzt dabei sind, und zuhören möchten, die können uns ihre Kommentare oder ihre Fragen gerne über die Chat-Funktion dieses Webinars schicken. Und jene, die über Facebook dabei sind, weil wir die Debatte auch streamen, können gerne kommentieren und ich bekomme dann Kommentare hier zugeschickt. Und ich werde mich bemühen, soweit die Inhalte noch nicht abgedeckt sind, diese auch aufzunehmen und die Fragen weiterzugeben. Frau Generaldirektorin, the floor is yours. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich wäre natürlich sehr viel lieber gerne im schönen Wien gewesen für diese Veranstaltung. Aber solche Webinars haben ja auch den Vorteil, dass man vielleicht ein bisschen mehr Leute erreicht, als wenn sich alle physisch zu einem bestimmten Ort begeben müssen. Als ich mich auf die Veranstaltung hier vorbereitet habe, ist mir ein Zitat von Peter Handke untergekommen, was mir sehr passend erschien. Ich bräuchte einen kritischen Freund und da ich keinen habe, bin ich mir das selber. So ein bisschen haben wir uns daran orientiert. Moment, ich bin jetzt gerade wieder stumm geschaltet worden. Ist das jetzt wieder in Ordnung? Jetzt habe ich aber ein fürchterliches Echo. Ja, okay, ich probiere es jetzt nochmal. Ja, also wir haben uns vorgenommen, zum einen unser eigener Kritiker zu sein, zum anderen aber natürlich an der Kritik unserer Freunde zu wachsen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter der Trade Policy Review. Und wie Sie wissen, läuft die öffentliche Konsultation bis Mitte November. Wir haben auch schon viele Beiträge bekommen, auch aus Österreich, würden aber natürlich uns freuen, wenn da noch mehr rüberkommt. Und vor allen Dingen geht es ja nicht nur darum, dass man Papiere hin und her schickt, sondern dass man auch tatsächlich in den Dialog eintritt. Und heute ist dafür eine sehr gute Gelegenheit. Kurz zum Kontext dieser Trade Policy Review. Die spielt sich ja ab zu einem Zeitpunkt, wo wir enorme internationale Spannungen gesehen haben. Ein Anwachsen von Nationalismus, Protektionismus, eine Schwächung multilateraler Institutionen und eine Schwächung der Rechtsstaatlichkeit weltweit. Die Stärke des Rechts wird gerade in den internationalen Beziehungen zunehmend ersetzt durch das Recht des Stärkeren. Und dem müssen wir auch durch unsere Handelspolitik, was eines der wesentlichen Instrumente zur Gestaltung der Globalisierung ist, entgegentreten. Und wir haben, wenn Sie sich das Papier angeschaut haben, was wir veröffentlicht haben, dann haben Sie gesehen, dass wir das ganz bewusst sehr offen gehalten haben. Wie gesagt, zum einen vor dieser besonderen geopolitischen Lage, zum anderen vor dem Hintergrund der Pandemie, aus der wir natürlich auch Schlussfolgerungen ziehen müssen. Haben wir uns einige Fragen gestellt, wie wir aktiv unsere Umwelt und die globale Umgebung gestalten können. Und wir haben dafür in der Kommission dieses Konzept der offenen strategischen Autonomie entwickelt. Und worum geht es da? Das ist sozusagen ein bisschen das Leitbild, an dem wir uns orientieren. Und das heißt, wir wollen als EU nicht nur Environment Taker sein, sondern Environment Maker. Das heißt, wir wollen unsere Umwelt aktiv gestalten
Und wir wollen nicht gezwungen sein, sozusagen anderen Playern zu folgen. Wir wollen Spieler sein und nicht Spielfeld. Und das ist das, was sich hinter der strategischen Autonomie versteckt. Allerdings darf Autonomie nicht als Autarkie missverstanden werden, sondern hier geht es darum, dass wir eben gemäß unseren eigenen Interessen und Werten handeln können international, aber eben nicht, indem wir uns abschließen und uns abschotten gegenüber dem Rest der Welt, sondern indem wir mit anderen arbeiten. Also deshalb die offene strategische Autonomie, die eben darauf hinweist, dass Europa diese Gestaltung der Globalisierung nicht alleine machen kann, sondern nur in der Zusammenarbeit mit anderen. So, was sind jetzt die Hauptthemen, die sich hier abzeichnen in der Diskussion? Und da wäre ich auch sehr interessiert zu sehen, wie diese Fragen in Österreich diskutiert werden. Wir haben hier Ihre Meinung abgefragt zu sechs verschiedenen Themenbereichen. Das eine ist, wie erreichen wir eine bessere Resilienz? Natürlich auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Pandemie. Zum Zweiten, was kann Handel und Handelspolitik zur wirtschaftlichen Erholung beitragen? Drittens, wie können wir kleine und mittlere Unternehmen besser unterstützen? Viertens, wie kann Handel den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit befördern? Fünftens, welchen Beitrag kann Handel zum technologischen Wandel leisten? Und sechstens, wie sehen faire Spielregeln für den Welthandel aus? Und ich möchte hier ein paar Themen vielleicht aufgreifen, insbesondere die Bedeutung von Handel für die wirtschaftliche Erholung. Wir haben hier gesehen, dass in der letzten Krise 2008-09, zu Zeiten der Finanzkrise, hat der Kampf gegen Protektionismus und das Bekenntnis zu offenem Handel sehr zu einer raschen Erholung Europas beigetragen. Und das wollen wir heute auch gerne wiederholen. Wir sehen, dass die Prognosen eine Schwächung der EU-Wirtschaft um fast 7,5% dieses Jahr vorsehen. Und für Österreich sieht unsere Herbstprognose einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 7% vor. Im Frühjahr war noch ein Einbruch von 5,5% vorhergesehen worden. Und das ist natürlich auch dem Wiederaufflammen der Pandemie geschuldet. Deshalb müssen wir hier schauen, wie können wir auch die Tatsache, dass unterschiedliche Teile der Welt unterschiedlich betroffen sind und sich auch unterschiedlich schnell wieder erholen, wie können wir das für eine wirtschaftliche Erholung gerade auch in der EU nutzen. Das ist natürlich besonders wichtig auch für ein kleines offenes Land wie Österreich, das sehr auf Export ausgerichtet ist. Österreich hatte letztes Jahr eine Exportquote von über 55%. Also das deutet doch sehr stark auf die Bedeutung des Handels gerade auch für Österreich hin. Bei all dem kommt natürlich der Reform des multilateralen Handelssystems eine besondere Bedeutung bei, denn hier geht es darum, Stabilität und Vorhersehbarkeit für wirtschaftliche Akteure zu schaffen. Und wir sehen schon, dass gerade also das Engagement der EU für die Reform der WTO, die Wiederbelebung der WTO, ein großer Schwerpunkt unserer künftigen Aktivitäten sein wird. Dazu gehört auch, dass wir in der WTO die heutigen Themen vorantreiben müssen. Da geht es insbesondere um den Green Deal, die Green Transition, aber auch um das Thema Technologie und Digitalhandel. Und die Verknüpfung dieser verschiedenen Politikbereiche, wie uns das besser gelingt in Zukunft, wird auch ein wesentliches Thema sein für unsere Strategie der nächsten Jahre. Wir haben gesehen, dass die Pandemie weder den Klimawandel gestoppt hat, noch den Rückgang der biologischen Ressourcen. Im Gegenteil, das sind Themen, die uns nach wie vor auf den Nägeln brennen. Und das ist insbesondere auch in Österreich der Fall. Und hier wollen wir schauen, wie können wir Handelspolitik besser für einen positiven Wandel nutzen, indem wir unsere multilateralen, bilateralen, aber auch autonomen Handlungsinstrumente ausschöpfen. Hier stehen uns auf bilateraler Ebene die Freihandelsabkommen mit unseren Trade and Sustainable Development Kapiteln zur Verfügung. Sie enthalten verbindliche Verpflichtungen zur Umsetzung wichtiger Kernarbeitsnormen und wichtiger Umweltnormen. Und das Thema, wie kann man diese besser umsetzen in der Praxis, ist eins, was uns alle schon länger beschäftigt und was auch ein Schwerpunkt der neuen Strategie sein wird. Wie können wir die Plattform, die unsere Abkommen bieten, besser nutzen,
um tatsächlich gemeinsam mit unseren Handelspartnern Umwelt- und nachhaltigkeitsbezogene Zusammenarbeit voranzutreiben. Und wir arbeiten auch gerade jetzt im Rahmen der WTO, das hat Herr Dombrovskis, unser Exekutiv-Vizepräsident, gestern auch dem Handelsministerrat vorgestellt. Wir arbeiten an einer Strategie zu Handel und Klima im Rahmen der WTO. Und da geht es um eine Erleichterung des Austauschs von Gütern und Dienstleistungen, die besonders für den Kampf gegen die globale Erwärmung wichtig sind. Aber es geht auch darum, zum Beispiel die finanzielle Unterstützung von Entwicklungsstaaten grüner zu gestalten. Aid for Trade ist ein wichtiges Thema und auch das muss grüner werden. Aber dann eben auch die autonomen Instrumente dürfen wir nicht vergessen. Wir arbeiten ja auch an einer Gesetzgebung zum Bereich Due Diligence, also verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. Und das ist etwas, was natürlich auch ein ganz wichtiger Teil ist. Sie sehen also, bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte müssen unsere verschiedenen Instrumente nahtlos ineinander greifen. Dann wollte ich zu einem dritten Komplex kommen, das sind die fairen Wettbewerbsbedingungen. Hier müssen wir sehen, dass die WTO nicht in der Lage war, den Aufstieg Chinas verträglich für die Weltwirtschaft zu gestalten. Hier haben wir einen Nachholbedarf an Regelungen, was das Level Playing Field international angeht. Insbesondere brauchen wir Disziplinen zum Bereich Industriesubventionen und müssen also in dem Bereich arbeiten. Wir nutzen natürlich auch unsere bilateralen Handelsabkommen, um faire Wettbewerbsbedingungen zu stärken. Sie wissen, dass das gerade auch in den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber gerade in dem Bereich sind auch unsere autonomen Instrumente von besonderer Bedeutung. Ich spreche hier jetzt nicht nur von den klassischen Handelsschutzinstrumenten wie Anti-Dumping und Anti-Subventionen, sondern wir haben hier auch unsere Durchsetzungsverordnung gerade gestärkt, damit wir eben Maßnahmen ergreifen können, wenn Handelspartner uns daran hindern, in der WTO oder unter unseren bilateralen Handelsabkommen zu einer endgültigen Streitschlichtung zu kommen. Da können wir uns also autonom, können wir das jetzt durchsetzen. Da ist der Abschluss zwischen Rat und Parlament in der letzten Woche gelungen. Das ist sehr gut. Wir haben auch eine Gesetzgebung in der Ausarbeitung, um gegen ausländische Subventionen im Binnenmarkt vorzugehen, um das ausgleichen zu können. Auch da werden wir im nächsten Jahr mit einer Gesetzgebung kommen. Und dann haben wir auch angekündigt, ebenfalls für nächstes Jahr, ein sogenanntes Anti-Coercion-Instrument. Da geht also darum, wenn Handelspartner die EU zu einem bestimmten Verhalten zwingen wollen, durch die Androhung oder Anwendung von Sanktionen. Da haben wir festgestellt, dass unser Instrumentenkasten noch nicht genug ausgebaut ist und daran müssen wir auch arbeiten. Insgesamt ist dieses ganze Thema Umsetzung von Rechten, die wir verhandelt haben, ganz oben auf unserer Tagesordnung. Wir haben seit einigen Wochen die Funktion eines Chief Trade Enforcement Officers und wir werden Ende dieser Woche an die Öffentlichkeit gehen mit einem sogenannten Single Entry Point und einem Beschwerdemechanismus, der sowohl Unternehmen wie auch Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft zur Verfügung steht, um hier darauf aufmerksam zu machen, wenn Rechte, die wir ausgehandelt haben, von unseren Partnern nicht respektiert werden. Das wird also eine ganz wichtige Funktion sein. Und tatsächlich haben Sie das jetzt geschafft? Das ist ja super. Ich glaube, ich habe da jemand anderes, der da spricht. Nee, das ist wieder gut, okay. Ich glaube, es wird sonst etwas schwierig, wenn sich die Stimmen überlagern. Also das ist etwas, was wir gerade jetzt sehr stark ausbauen und werden. Danke. Ja, das können wir auch schon. Entschuldigen Sie, Frau Weyand, dass ich Sie unterbreche. Ja. Wenn jemand bitte noch sein Mikrofon offen hat, dann würde ich bitten, dass er es jetzt abdreht. Vielen Dank. Jetzt geht's. Danke. Ja, danke schön. Ich bin auch jetzt quasi am Ende. Ich wollte nur sagen, das sind so die großen Themen, die wir sehen.
Also viele Fragen. Ich habe noch wenig Antworten gegeben, denn ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich Antworten von Ihnen heute hier höre und ich freue mich auf unsere Diskussion. Dankeschön. Ja, Frau Weyand, vielen Dank. Da waren, glaube ich, ganz, ganz viele Punkte dabei, die wir jetzt über die nächsten 60 Minuten intensiv diskutieren können. Spannend auch, finde ich, aus meiner Sicht das Zitat, das Sie am Anfang gebracht haben. Ich bräuchte einen kritischen Freund und da ich keinen habe, bin ich mir das selber. Aber Sie sind heute in Österreich. An uns haben Sie immer einen Freund, aber manchmal auch einen kritischen Freund, wie in diesem Fall. Da möchte man gleich ansetzen. Sie haben kurz erwähnt, diese sechs Bereiche des Konsultationsprozesses. Ich glaube, das ist eine gute Basis für unsere Diskussion. Und gerade die drei Bereiche, die zu denen aus österreichischer Sicht ja besonders viel gekommen ist, nämlich wirtschaftliche Erholung, Handel und Nachhaltigkeit, inwieweit können die ineinander greifen? Wie schaut das mit der Umsetzung aus in der Praxis? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, damit man auch den Erwartungen entspricht, die es gibt. Und dann natürlich die Frage der fairen Spielregeln. Wir starten mit der Debatte. Ich würde gern den Herrn EU-Abgeordneten Thomas Waitz bitten, hier zu starten. Und alle anderen würde ich bitten, dass Sie parallel dazu, wenn Sie zuhören in Form des WebEx, einfach über den Chat Fragen oder Kommentare schicken, beziehungsweise wenn Sie über Facebook zuhören, dann schicken Sie uns einfach, kommentieren Sie einfach und ich bekomme das dann und versuche das hier einzupflegen. Herr Waitz, was ist Ihre Position zu dem, was Frau Weyand jetzt gesagt hat? Danke, Herr Schmidt. In Österreich nennt man mich üblicherweise Waitz, aber wie Sie gerne wollen, international auch Tom Waitz, merkt man sich sehr gut. Danke, dass Sie mir das Wort übergeben und danke auch für das Eingangsstatement von Sabine Weyand. Man sieht hier ja schon eines, dass der Druck der Zivilgesellschaft, der Druck in Sachen Arbeitsrechte, Umwelt, Klimawandel in den ganzen letzten Jahren, aber auch die ganzen Fragen rund um Investorenrechte und so weiter, dieser Druck ja zu durchaus reformistischen Ansätzen in der Frage, wie wir als Europäische Union Handelsverträge gestalten, schon geführt hat. Da sieht man auch, dass es zentral und wichtig ist, hier diese Stimmen auch mit herein in die Debatte zu nehmen und nicht nur als emotionale Befindlichkeiten abzutun. Es geht hier schon um sehr sachliche Argumente. Ganz zentral die Frage, ich beziehe mich auf den Begriff Gestaltung der Globalisierung. Ja, das unterschreibe ich voll inhaltlich. Die Frage ist vielleicht, wo wir unsere Prioritäten setzen wollen. Sind die Prioritäten dieser Gestaltung eine kurzfristige Erholung, insbesondere einer europäischen Wirtschaft, oder sind die Prioritäten ein gemeinsames Ansinnen, den Klimawandel, die Klimaerwärmung, die Klimakrise möglichst hintanzuhalten? Und wenn wir uns auf die Priorität einigen, dass wir nun einmal der Klimaerwärmung und den Folgeerscheinungen, auch den wirtschaftlichen Folgeerscheinungen nicht entkommen werden, denke ich doch, dass handlungsleitend eher der gemeinsame Kampf gegen die Erderwärmung stehen sollte und erst danach die Frage, wie das vereinbar ist mit ökonomischer Entwicklung und mit Exportentwicklung. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt, ganz im Gegenteil. Ich denke, nur die Prioritätensetzung müssen wir hier klar definieren. Die zweite Frage, die mich auch sehr beschäftigt, ist, wie es ja auch in der Einladung ein wenig genannt worden, der Zusammenhang mit Agrarwirtschaft. Gerade wenn wir über Mercosur reden, haben wir einen zentralen Warenstrom, der von Südamerika für Europa vorgesehen ist. Ich sehe das auch ein. Auch Brasilien will natürlich sehen, was ihre Vorteile dieses Abkommens sind. Sind sehr stark Erze auf der einen Seite, Rohstoffe, aber ganz stark Agrargüter. Und hier knüpfe ich gleich mit einer zentralen Kritik auch daran an, dass dieses Handelsabkommen weiterhin vorangetrieben wird. Denn die Frage stellt sich, mit wem machen wir hier ein Abkommen? Sind diese Vertragspartner potenziellerweise vertragstreu? Und wenn wir das dann versuchen zu beurteilen anhand der bestehenden internationalen Verträge, Klimavertrag, aber auch bestehende Handelsverträge und dem, was sich beispielsweise in Brasilien ereignet, in Richtung Gewinnung von Agrarflächen durch Abholzung und Abbrennen des Amazonas,
aber auch die Frage, wie dort mit Agrarflächen umgegangen wird, wie das kostbare Gut fruchtbarer Boden, das wir langfristig alle gemeinsam werden sichern müssen, um eine Welternährung sicherzustellen, wie damit umgegangen wird. Und hier möchte ich doch die Verbindlichkeit jener Regeln, die hier auch im Mercosur-Abkommen vorgesehen sind, doch ein wenig in Frage stellen. Wenn man sich ansieht, was dann alles in den Konsultations- und Streitschlichtungsmechanismus mit einbezogen werden soll oder was vereinbarte Regeln sind, die, wenn der Bruch einmal festgestellt sind, eigentlich nur mit der Aufkündigung des gesamten Abkommens beantwortet werden können, dann sieht man, dass zwar vielleicht eine Intention, ein guter Wille oder auch die Bereitschaft, diese Themen hineinzunehmen in Handelsverträge, die da ist seitens der Union, aber die Durchsetzungsfähigkeit in diesen Ländern keinesfalls gegeben ist. Ein weiterer Punkt, der mich sehr bewegt, ist, wir hier in Europa haben uns zu Vorreitern nicht nur der Klimabewegung, also auch der CO2-Einsparungsbekenntnisse entwickelt, sondern haben auch hohe Standards in unserer Lebensmittelproduktion. Und dieser Bereich betrifft beides, Industrie und Landwirtschaft. Für die Industrie wird bereits überlegt, einen sogenannten CO2 Border Adjustment Mechanism einzuführen, ein schönes WTO-konformes Wort für einen CO2-Klimazoll, wo wir unsere zum Beispiel europäische Stahlindustrie, die mit höheren Produktionskosten konfrontiert ist, durch die CO2-Einsparungen, die notwendig sind, schützen vor Importen, die eben diese Standards nicht erfüllen. Und wenn wir dieser Logik weiterfolgen, dann müssten wir jenes auch für die Produktion von Lebensmitteln, nämlich für die Umweltzerstörung durch die Produktion, eventuell auch für die sozialen Arbeitsstandards, aber besonders für die Verwendung von Chemikalien, Pestiziden und so weiter, was Lebensmittelsicherheit anbelangt, anwenden. Und das fehlt mir völlig noch als Ansatz in der neuen Handelspolitik der Union, eben genau jenes Bestehen auf Standards, die in Europa nun einmal gesetzt sind für die Importe. Das wäre eine erste Intervention von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Herr Weitz. Jetzt habe ich es richtig. Entschuldigen Sie. Drei Punkte, ganz wichtig. Wir kommen gleich darauf zurück, aber ich möchte gleich weitergeben an Frau Zimmermann, bitte. Ja, danke schön und danke auch für die Einladung heute. Ja, ich habe natürlich viele Vorschläge und viele Ideen auch von, wir werden auch regelmäßig diskutiert, unserem handelspolitischen Ausschuss, der regelmäßig stattfindet. Ich sehe das alles etwas positiv und nichts negativ. Ich glaube, dass Österreich, in dem die Exporte über die Hälfte des BIP stehen, dass die Bedeutung von einem offenen Handel zur Steigerung von Wohlstand und einem großen Wirtschaftswachstum gerade auch in Zeiten von Krisen besonders groß und bedeutend. Auch wenn der wichtige Handelspartner der Europäischen Union, das war auch schon vor der Covid-Krise der Fall, eine dementsprechende Zunahme von Protektionismus gesehen werden konnte und auch auftrat, glaube ich nicht, dass die Antwort von Österreich und der Europäischen Union, und wir sind hier eben im Feld der gemeinsamen Handelspolitik, und die Europäische Union hat halt schon genau diese Gratwanderung zu vermitteln zwischen dem Norden, dem Süden, dem Westen, dem Osten, das sind ja alle eine große Gemeinschaft. Ich glaube nicht, dass die Antwort dieser europäischen Gemeinschaft, des europäischen Binnenmarkts, wird nicht Nationalisierung der Produktion, sondern auch nicht der Abbau von diesen globalen Wertschöpfungsketten, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte generiert haben. Also ich glaube, dass das jetzt nicht Nationalismus ist, Autarkie, das werden, glaube ich, nicht die Antworten sein. Ich glaube, dass wir die Rahmenbedingungen des multilateralen Handels, dass wir das weiter auch fördern und verbessern müssen, etwa im Rahmen, ich glaube, es ist zuvor auch schon erwähnt worden, man hört es immer aus den Medien, einer umfassenden WTO-Reform. Ich glaube, dass die Covid-Krise uns aber auch gezeigt hat in den letzten Monaten, dass wir die Widerstandsfähigkeit der Wertschöpfungsketten in manchen Bereichen stärken müssen, etwa durch weitere Diversifizierung von Lieferketten oder die Kürzung von Lieferstaaten oder die Kürzung von gewissen Lieferketten. Und dieser Binnenmarkt, unsere Europäische Union, darf die Auswirkungen von diesem wirtschaftlichen Nationalismus und Protektionismus der bedeutenden Handelspartner nicht ignorieren und muss mit entsprechenden Schutzmaßnahmen agieren. Allerdings ganz klar in evidenzbasierter und auch transparente Weise. Außerdem muss die Umsetzung von Handelsregeln garantiert bleiben. Das ist auch durch ein effektives WTO-Streitbeilegungssystem. Und die Handelspolitik der EU muss aber auch weiterhin darauf ausgerichtet sein, eine offene, transparente und faire Handelsregeln anzubieten und auch den gegenseitigen Zugang auf Waren, Dienstleistungs,
Investitionen und Beschaffungsmärkten sicherzustellen und weiter auszubauen. Das trifft ganz besonders auch moderne und wirtschaftlich besonders bedeutende Bereiche wie jene des elektronischen Handels. Und ich glaube, dass sich daraus schon umfassende Vorteile und nicht nur Nachteile, die irgendwie in meinem Eindruck die letzten Jahre die Handelspolitik bestimmen, für Unternehmen und insbesondere auch für Konsumenten ergeben. Weil wenn man sich auch die Zahl der Arbeitslosen anschaut und die Insolvenzen werden leider Gottes kommen, es ist zu erwarten im Laufe des nächsten Jahres bis zum Sommer, haben wir viele Arbeitslose und die müssen sich halt auch irgendwie ihre Nahrungsmittel leisten können. Ich glaube, dass sich für die Landwirtschaft gezeigt hat, dass eben diese autonome Sicherung der Grundversorgung, dass das überlebensnotwendig ist und dass auch dieses Bewusstsein, dass die Landwirtschaft diese Urproduktionsform, dass sich das gefestigt hat. Ein Wort möchte ich noch verlieren zu der Verknüpfung der einzelnen Themengebiete, Generaldirektionen in der Europäischen Kommission. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wir sprechen zwar jetzt hier nur über die zukünftige Handelspolitik, dass man das aber schon noch verheiratet mit der internen Dimension. Nicht wahr? Es gibt noch immer viele Binnenmarktbarrieren. Also man muss da schon beides betrachten, die interne und die externe Dimension. Es ist angesprochen worden, der neue doppelte Übergang, das ist die sogenannte Digital and Green Transition, das ist ein wichtiger Punkt. Aber auch Themen wie Digital Skills, die digitale Bildung werden immer wichtiger. Ich würde da auch ganz rezent aufnehmen, den Aufbau einer europäischen Basis im Kampf gegen den internationalen Terror, das ist zum Schluss auch immer wieder genannt worden. Ich glaube, dass es hier eine europäische Verpflichtung auch zur Rechtsstaatlichkeit gibt. Wie gesagt, wir haben das am 2. November hier in Wien und ich spreche aus Wien sehr leidvoll vernommen. Ich möchte vielleicht auch noch anführen, das betrifft auch die interne Dimension, aber wie gesagt, ich bin die Generaldirektorin auch für beide Dimensionen, auch für den Bereich der Wettbewerbsfähigkeit ist uns auch immer wichtig, eine Modernisierung des Wettbewerbsrechts, des Beihilfenrechts, des Wettbewerbsrechts stammt aus den 50er, 60er Jahren. Ich glaube, man sollte auch das mit dementsprechend berücksichtigen. Und was auch schon genannt worden ist, die Lieferketten-Due Diligence, da plante die Europäische Kommission ganz große Initiative im nächsten Jahr. Ich glaube, das ist das auch wichtig, dass man sich dieses Themas annimmt. Und das Level Playing Fields, die EU-Trade Toolbox, die geschaffen wurde, TDI, FTI, Exportkontrolle, ja, das Investitionskontrollgesetz auf österreichischer nationale Basis, was wir ja etabliert haben in den letzten Wochen, ist ja auch im Zuge und verstärkt worden durch die Covid-19-Krise. Und da hat man auch gesehen, dass bestimmte kritische Bereiche bei uns in Österreich ja zunehmend interessant wurden für EU-Drittstaaten. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt hier einen entsprechenden Schutzmechanismus für dieses Level Playing Field haben. Gut, fürs erste Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Zimmermann. Ich glaube, wichtig dabei ist jetzt vor allem die Aussage, dass man die unterschiedlichen Dimensionen miteinander verbinden muss. Diese Betonung der offenen strategischen Autonomie, Resilienz stärken und den Handel nutzen, um die Erholung, die wirtschaftliche Erholung auch zu schaffen. Ich möchte gleich weitergeben für seine Stellungnahme an den Valentin Wedel. Einen schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ich sehe ein Nicken, das ist positiv. Ja, ich möchte ein paar Dinge gleich einbringen, die man nicht genug in Erinnerung rufen kann, die auch heute schon gestreift wurden und die so zentral sind, um zu verstehen, warum aus Sicht doch einiger wir mittlerweile eine Art Epochenwechsel vorfinden. Ich glaube, dass das Jahr 2020 eines sein wird, von dem auch noch nachfolgende Generationen als Jahr von Umbrüchen sprechen werden. Der unmittelbare Auslöser ist dafür natürlich die Covid-Pandemie. Und die Covid-Pandemie ist aber nicht die alleinige Ursache, sondern sie treibt bestimmte gesellschaftliche Prozesse jetzt in beschleunigter Form voran, die es schon seit längerem gibt. Es gibt eine große Kluft innerhalb der Mitgliedstaaten der EU, aber auch innerhalb vieler anderer Staaten, insbesondere der USA, mit denen wir uns vermutlich alle in den letzten Tagen auch ein wenig intensiver beschäftigt haben.
Das ist die Kluft zwischen sogenannten Globalisierungsverlierern und Globalisierungsgewinnern. Und das ist keine herbeigeredete Kluft, sondern das muss uns die größte Warnung sein, dass wir nicht in den Rechtspopulismus verfallen. Und wir sind jetzt schon ein paar Mal sehr knapp daran vorbeigeschrammt. Und die Globalisierungspolitik ist ein wesentlicher Treiber dafür, dass es Kräfte in Europa gibt, die letzten Endes auch die Europäische Union schlichtweg zerschlagen möchten. Die großen Herausforderungen aus heutiger Sicht bestehen darin, dass wir die Covid-Krise jetzt nicht zur allergrößten Wirtschafts- und Gesellschaftskrise weiterentwickeln lassen. Und die Europäische Union hat hierfür ein paar Maßnahmen gesetzt, wo sie durchaus großes Lob verdient. Zu diesen Maßnahmen zählt sicherlich der Resilienz- und Aufbaufonds. Da kann man natürlich sagen, dass er immer noch viel zu gering ist und dass manche Kreditlinien immer noch zu hoch sind und mehr mit Zuschüssen operiert würde. Aber im Wesentlichen ist das ein sehr guter Ansatz. Die Europäische Union hat auch ein Projekt initiiert, das dazu angetan ist, einen ganz wichtigen Beitrag bei der allergrößten existenziellen Krise, mit der wir nämlich auch noch konfrontiert sind, der Klimakrise, dieser Klimakrise entsprechend zu begegnen. Das ist der European Green Deal. Gute Initiative, insbesondere mit einer Verbindung zur Handelspolitik, die es letzten Endes gibt, nämlich in Gestalt der Grenzausgleichsabgabe, die vorher schon erwähnt wurde, der Border Adjustment Tax. Das ist ein extrem ehrgeiziges und gleichzeitig notwendiges Vorhaben, weil es nicht nur zur Bekämpfung des Klimawandels dient, sondern einmal eine klare Maßnahme zeigen würde, wie sich Europa in der Globalisierung aufstellen muss, um nicht zuletzt auch die eigenen Industrien zu schützen. Wäre vor einigen Jahren die AK mit diesem Vorschlag vorgeprescht und hätte gesagt, wir brauchen eine Grenzausgleichsabgabe, damit die Konkurrenz etwa am Stahlmarkt wieder in korrekteren Rahmenbedingungen erfolgen kann, man hätte uns wieder mal als protektionistische Spinner abgekanzelt. Wir sind es gewohnt. Wir werden auch bei weiteren Vorschlägen, die ich vielleicht noch heute bringen kann, als solche abgekanzelt werden. Mittlerweile ist es Mainstream und auch von der Industrie übernommen worden und auch von den Ministerien und von vielen Institutionen, wo klar ist, es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite den Klimawandel bekämpfen wollen und auf der anderen Seite nicht bereit sind, die Instrumente dafür vorzusehen. Und genau das ist die Messlatte, nach der wir die gesamte Ausrichtung der Handelspolitik beurteilen müssen, nämlich ob sie in der Lage ist, den großen Herausforderungen, die ich jetzt wieder nur ansatzweise natürlich skizzieren konnte, diesen Herausforderungen zu begegnen. Und im Hinblick auf die Handelsabkommen, die die EU schließt, kann man hier keine wirklich befriedigende Note ausstellen. Frei nach Peter Handke führt es dazu, dass die bisherigen Handelsabkommen, ich nehme das Mercosur-Abkommen als Beispiel, sich mehr als wunschloses Unglück erweist, insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeitskapitel, wo wir den Eindruck haben, dass wirklich jeder Versuch, hier mehr Effektivität reinzubringen, von vornherein schubladisiert wird und nicht ernsthaft weiterbetrieben wird. Wir hatten die Debatten auch schon bei CETA und bei anderen Abkommen und wir halten es einfach für unerträglich, dass man auf der einen Seite über ein Level Playing Field spricht und richtigerweise hier Wettbewerbsfragen wie im Anti-Dumping-Bereich etwa einbezieht, aber dabei völlig vergisst, dass wir uns genauso mit Umweltfragen hier beschäftigen müssen und genauso mit einem Kernbestand an arbeitsrechtlichen Normen, insbesondere mit Gewerkschaftsfreiheiten. Und das ist eine Komponente, die in der Gesamtbetrachtung fehlt. Im Prinzip wäre es schon ein toller Schritt, wenn es gelingen würde, mit gleicher handelspolitischen Sanktionierbarkeit eine Verletzung von Gewerkschaftsrechten etwa in Brasilien ahnden zu können, wie es bei Anti-Dumping-Maßnahmen der Fall ist, was auch wirklich notwendig und sinnvoll ist, aber dieses Konzept gehört ausgeweitet. Und wir hätten damals bei CETA die Möglichkeit gehabt, das mit einem ähnlich gelagerten Handelspartner, mit Kanada, durchzusetzen, weil Kanada es wollte, aber die EU hat es verweigert. Und das finde ich nach wie vor einigermaßen empörend und deshalb auch mein Zitat vom wunschlosen Unglück. Aber wir sind ja auch
Freunde der europäischen Integration und sicher sehr kritische Freunde und freuen uns, dass wir mitdiskutieren können und geben die Hoffnung nicht auf. Aber ich glaube, notwendig dazu ist es, dass wir wirklich einmal eine Handelspolitik bekommen können, die den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht, dass man hier einen Neubeginn macht und dass man im Jahr 2020, das sage ich als großes Wendejahr voraus, aufwacht und bereit ist, hier Wettbewerbsbedingungen vorzusehen, die nicht oder die mit denen geklärt wird, dass der Handel nicht auf Kosten der Umwelt, nicht auf Kosten der Beschäftigten, auch nicht auf Kosten der Demokratie erfolgt. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Wedel. Also drei Punkte, vor allem ein Neustart der Handelspolitik mit dem Ziel, auch die Ungleichheit zu bekämpfen, wo die Kluft immer weiter ausgeht, aber sich auch vor allem Umweltfragen und arbeitsrechtlichen Fragen zu widmen, mit einer Weiterentwicklung des Zitats von Peter Handke. Wir geben das gleich weiter an Sibylle Weyert, aber noch nicht, weil vorher kommt natürlich noch der Christoph Schneider dran von der Wirtschaftskammer Österreich. Bitte. Und für alle anderen, die jetzt ihre Bemerkungen, Kommentare, Fragen schicken wollen, ein paar Sachen haben wir schon bekommen, schicken Sie uns das bitte über die Chat-Funktion, dann können wir die Zeit effizienter nutzen. Herr Schneider, bitte. Danke. Danke vielmals und vielen Dank auch für die Einladung, hier dabei zu sein. Was für eine große Ehre in dieser Runde. Und es wird jetzt schon so viel gesagt. Das heißt, was kann man da noch konstruktiv beitragen? Also eines möchte ich schon vielleicht hier beitragen. Es ist, also wenn schon Valentin Wedel mit einem Zitat da aufgehört hat, also möchte ich mit einem beginnen. Vielleicht hat einmal ein weiser Mann, war damals US Treasury Secretary, der Harry Morgenthau Jr., der hat gesagt, we have come to recognize that the wisest and most effective way to protect our national interests is through international cooperation. That is to say, through united effort for the attainment of common goals. Und ich möchte gern wirklich betonen, dass worum geht's überhaupt bei der Handelspolitik und bei der internationalen Handelspolitik? Eigentlich geht's darum, bessere Wege zu finden, zusammenzuarbeiten. Und nicht irgendwelche Regeln zu finden, mit denen jemand ausgeschlossen werden kann oder negativ behandelt werden kann oder so irgendwas. Die Idee hinter dem Ganzen ist ja, die Welt zu einem gemeinsamen Marktplatz zu machen. Und warum ist das so? Das ist so, weil das geht zurück auf ein ganz simples Prinzip. Das ist die internationale Arbeitsteilung. Und wenn wir alles selber machen, dann sind wir verschwenderisch unterwegs und erreichen nicht das optimale Ergebnis. Also die Idee wäre eben hier eher positiver, kooperativer, viel stärker kooperativer vorzugehen. Ich komme gleich nochmal zurück darauf, aber ich möchte, also es ist eh klar, dass die Wirtschaftskammer Organisation und die Vertretung des Unternehmertums im Grunde genommen ja für gute Ausgangsregeln für alle da sind. Also das heißt, dass man wirklich ein multilaterales System hat, auf das man sich verlassen kann, dass man dort, wo es notwendig ist, halt auch da auf Abkommen zurückgreift dann. Entschuldigen Sie, Herr Schneider, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Könnten Sie eine Spur lauter reden oder das Mikrofon eine Spur stärker aufdrehen? Ja, das machen wir. Ja? So, ist besser. Ja, na, wenn Sie, besser? Für mich ja, ich hoffe für die anderen auch. Danke. Okay, dann ist eben, also da, und dass alle teilnehmen können. Also zwei Sachen dürfen wir da jetzt nicht einen falschen Ausgangspunkt holen, nehmen. Die unterschiedlichen Teilnehmer am internationalen Handel haben nicht alle den gleichen Ausgangspunkt. Ja, also das ist ganz, ganz was Wesentliches, was man da sich merken muss. Und nicht vergessen, was ist der Grund für den internationalen Handel? Dass man so viel Teilnehmer wie möglich da mobilisieren kann an dem Ganzen. Das ist auch eine Grundvoraussetzung. Ich trete ein bisschen
da jetzt, mir ist aufgefallen einfach, wo ich auch diese Trade Policy Review mir angeschaut habe, und man schaut alle Instrumente an. Und wenn man sich durchliest, alleine die Namen, Trade Defense Instruments, Carbon Border Adjustment Mechanism, Anti-Dumping, Anti-Subvention, Durchsetzungsform, bla bla bla. Also wenn man die alle nimmt, die schauen, die hören sich wirklich total negativ an, und ich frage mich, wo sind die positiven Anreiz-Policy-Instrumente, wie man damals, wie der Herr Morgenthau das gesagt hat, zu der internationalen Kooperation aufgebrochen ist und hier den Austausch zwischen eben den Teilnehmern zu stärken. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und man darf, eines möchte ich auch noch dazu sagen, man darf nicht Mängel, die man in den einzelnen Ländern oder Ländergruppen oder zum Beispiel Verbindungen wie die Europäische Union haben, dadurch ausgleichen, dass man dann ein Abkommen mit jemand anderen macht, um zu sagen, wir brauchen jetzt ein Level Playing Field, weil wir uns selbst auch nicht unbedingt immer rasch genug weiterentwickeln. Deswegen ist es auch sehr wichtig für mich, dass man überlegt, was man in solche Abkommen hineinschreibt. Ich frage mich, ob es so sinnvoll ist, immer das Wie zu hineinschreiben, weil man muss eben für die Wettbewerbsfähigkeit, die Möglichkeit ja geben, dass alle sich von den unterschiedlichen Punkten, wo sie ursprünglich sind, auch unterschiedlich halt fortentwickeln. Und deswegen wäre am besten das Was dann, also wir haben schon über die Produktstandards etwas gehört, und wir wissen, dass in den Abkommen ja eindeutig drin ist, dass kein Produkt, was irgendwie gefährlich für einen Menschen wäre, ja hier ausgetauscht werden könnte, da durchkommen könnte. Also im Endeffekt möchte ich hier eine bei meinem Eingangsstatement nicht nur sagen, dass wir klarerweise für solche sinnvolle, gesamtheitliche, multilaterale, systematische Ansätze sind, auch natürlich die bilateralen Abkommen diesbezüglich, wenn man nicht ein multilaterales da hat, weil man kann da noch Sachen aufbessern, plurilaterale Abkommen auch. Aber eben, dass man die Teilnahme am internationalen Handel stärkt, immer im Auge behält, dass nicht alle vom gleichen Ausgangspunkt hier anfangen. Das wollte ich eben, und dass man eben als letzter Punkt nochmal, dass die Kooperation, was ich ganz am Anfang mit dem Zitat angefangen ist, um das geht, ja, gemeinsam den Wohlstand, und der wird nicht überall gleich sein, und das ist auch nicht so eher vorgesehen, aber dass man gemeinsam den Wohlstand überall hebt, auch von den unterschiedlichen Niveaus, an denen sind, wo sie sind, und dass man eben das gemeinsam schafft. Ja, vielen Dank, Herr Schneider. Also die unterschiedlichen Ausgangspunkte stärker berücksichtigen und einen positiveren Anreiz vielleicht schaffen, beziehungsweise sieht der Herr Schneider hier zu viele Einschränkungen in den Formulierungen. Also wir haben da eine breite Bandbreite an Positionen, Frau Weyand, mit ein paar konkreten Kritikpunkten auch dabei. Darf ich Sie um Ihre Replik bitten? Dankeschön. Vielleicht sind es eher Kommentare als eine Replik, weil das ist natürlich eine Diskussion, die wir heute nicht abschließend bewerten und beenden können, sondern es ist eine Diskussion, die wir fortführen müssen. Ich wollte aber zum einen mal nochmal dieses Stichpunkt Gestaltung der Globalisierung aufgreifen. Ich stimme völlig überein mit Herrn Wedel, was die Kluft zwischen Globalisierungsgewinnern und Verlierern angeht und die fatalen Folgen, die das auch für den Fortbestand unserer Demokratie bedeuten kann. Und da bin ich dann auch wieder bei Cynthia Zimmermann. Der Schlüssel dazu, es liegt zum einen in evidenzbasierter Analyse und Politik. Das heißt, wir müssen uns genau anschauen, wo schafft Handel Probleme unter Umständen, die man dann durch Handelspolitik und andere Politik beheben muss. Zum Zweiten aber auch, bei Handelspolitik geht es ja im Wesentlichen darum, Möglichkeiten zu eröffnen für Unternehmen,
Unternehmer, für Arbeitnehmer, für Konsumenten etc. Wie kann man aber dann auch die Leute in den Stand versetzen, dass sie diese Möglichkeiten tatsächlich nutzen können? Und da sind wir genau bei Fragen der Bildungspolitik, ja. Da sind wir bei Fragen der industriepolitischen Rahmensetzung, aber auch insgesamt der Regulierung der Wirtschaft. Und da müssen natürlich sehr viel besser als bisher die EU-Ebene und die nationale und regionale Ebene ineinander greifen. Da liegt ein ganz großes Feld vor uns. Sozusagen, wir können durch Marktöffnung regelbasiert Möglichkeiten schaffen, aber ob die Menschen diese nutzen können, hängt von anderen Politiken ab. Und da müssen wir sehr viel mehr dran sein und das muss besser miteinander verzahnt werden. Und da sind wir dann auch wieder bei den unterschiedlichen Ausgangspunkten der Teilnehmer am Welthandel, auf die Christoph Schneider abgehoben hat. Der zweite Punkt, den ich machen wollte, ist, woran misst man das wunschlose Unglück oder den Erfolg von handelspolitischen Maßnahmen, von Handelsabkommen? Wenn wir natürlich als Maßstab eine ideale Welt zugrunde legen, wird jedes Abkommen scheitern. Das ist eine Messlatte, die ist zu hoch. Wenn wir aber sagen, der Referenzrahmen ist die Abwesenheit eines solchen Abkommens, dann haben Sie plötzlich einen ganz anderen Zugang zu dem, was Sie in so einem Abkommen machen können und müssen. Und hier wollte ich nochmal zurückkommen auf das Mercosur-Abkommen. Wir haben alle ein Problem damit, was im Moment im Amazonas läuft. Die Schlussfolgerung aus diesen Problemen muss aber sein, was sind die Instrumente, die wir brauchen, um mit diesen Problemen umzugehen? Die Antwort kann aus unserer Sicht, aus Sicht der Kommission, nicht sein, dass wir sagen, mit denen machen wir kein Abkommen. Ja? Und dann ziehen wir uns zurück und der Amazonas brennt weiter. Das kann nicht die Antwort sein. Die Antwort muss sein, welche Hebel haben wir, um mit den Mercosur-Ländern und insbesondere mit Brasilien in ein Gespräch zu kommen und hier gemeinsam durch Kooperation Maßnahmen anzustoßen für den Schutz des Amazonas. Und hier ist mein Petitum, schauen Sie sich das Mercosur-Abkommen an. Das hat jede Menge Hebel für genau dieses Engagement mit den Mercosur-Staaten. Das sind Hebel, die sind nicht perfekt, weil wir können nicht diskutieren, wir können nicht diktieren, wie die brasilianische Regierung umgeht mit dem Amazonas. Was wir aber gesehen haben ist, wenn wir nicht Mitte 2019 den politischen Abschluss gemacht hätten, ja, zeitgleich mit dem G20-Gipfel, Bolsonaro wäre unter Druck von Herrn Trump wahrscheinlich schon aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen. Ja, und er hat es auch selbst nochmal gesagt, er hängt an diesem Abkommen, ja, und er will dieses Abkommen. Und die anderen Partner in Mercosur machen Druck auf die brasilianische Regierung, um den Abschluss dieses Abkommens nicht zu gefährden. Das heißt, dieses Abkommen gibt uns Hebel, die wir ohne dieses Abkommen nicht hätten. Und unsere Priorität im Moment ist nicht, dieses Abkommen jetzt dem Rat und dem Parlament zum Abschluss vorzulegen, sondern ist zu sagen, wie können wir mit den Mercosur-Staaten arbeiten und sagen, hört mal, das ist ein geostrategisches Abkommen. Wir stehen zu diesem Abkommen. Aber die Bedingungen für die Ratifizierung in der EU sind im Moment nicht gegeben. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Situation vor Ort zu verbessern. Und das ist natürlich auch dann der Rahmen, an dem sich unsere Nachhaltigkeitskapitel messen lassen müssen. Also unsere Einschätzung ist, dass Sanktionen nicht der beste Mechanismus sind, um andere dazu zu bringen, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir werden im Rest der Welt sehr oft auch als neokolonial wahrgenommen. Wir werden sehr oft so wahrgenommen, dass wir immer darauf bestehen, our right to regulate, das Recht auf Regulierung, dass wir uns niemals abnehmen lassen, aber dass wir dieses Recht bei anderen nicht respektieren. Und hier bin ich bei den Standards. Und es tut mir sehr leid, dass wir diese Diskussion heute auch nur anreißen können, denn das ist ein Thema, was wir unbedingt vertiefen müssen. Da geht unheimlich viel durcheinander und wir müssen uns überlegen, was wir tatsächlich meinen und wollen und wo wir legitim sind und wo wir andere Instrumente brauchen. Es ist völlig klar, dass wir festlegen können, welche Standards Produkte, die in der EU verkauft werden, erfüllen müssen. Ja?
Und das ist, was weiß ich, wenn wir bestimmte Pestizide nicht in unseren Nahrungsmitteln haben wollen, dann können auch importierte Produkte diese nicht enthalten. Das ist völlig klar. Wo es sehr viel schwieriger wird, ist bei der Frage von Produktionsmethoden. Ja? Und da haben wir natürlich die Tatsache, dass andere Länder ebenso an ihrem Recht auf Regulierung festhalten wie wir. Und dass wir akzeptieren müssen, dass andere Prioritäten setzen, die nicht unsere sind. Um das zugespitzt zu formulieren, wenn es bestimmte in der Produktion den Einsatz von Pestiziden gibt, die sich aber danach nicht im Produkt wiederfinden. Ja? Das sind Pestizide, die wir bis vor kurzem auch in der EU angewandt haben. Und jetzt sagen wir zu Drittstaaten, die dürft ihr aber auch nicht mehr bei euch zu Hause benutzen, ja? Denn wir mögen die nicht in der EU und die sind nicht gut für die Umwelt. Wir müssen dann aber auch offen sein, dass uns ein Entwicklungsland sagt, das ist ja sehr schön und ihr könnt euch das leisten, so zu argumentieren. Aber ich habe die Herausforderung, dass ich erstmal meine Bevölkerung satt kriegen muss. Ja? Und dazu brauche ich dieses Pestizid. Dann können wir denen nicht unsere Standards aufoktroyieren. Aber was wir machen können, ist zu sagen, wir machen eine Plattform, wir arbeiten zusammen. Wir stellen technische Hilfe zur Verfügung. Wir arbeiten mit eurer Landwirtschaft. Wir machen Partnerschaften mit Agrarunternehmen in der EU etc., die euch zeigen, wie das anders gemacht werden kann. Wir machen das in der Zusammenarbeit. Aber wir können nicht unsere Produktionsstandards diktieren. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel mehr unterscheiden, worüber wir eigentlich sprechen. Eine andere Unterscheidung bei der Standardfrage ist auch, wo gibt es internationale Standards, wo sich alle verpflichtet haben, da gehen wir nicht drunter. Wir machen uns nicht Konkurrenz, wir versuchen keine wirtschaftspolitischen Vorteile zu ergattern, indem wir zum Beispiel durch Kinderarbeit oder Aushebelung von Gewerkschaftsrechten oder sowas miteinander konkurrieren. So, und das sind die ILO-Kernarbeitsnormen. Die sind sozusagen aus dem internationalen Wettbewerb rausgezogen. Und das muss die Basis der Abkommen sein. In der ILO, mit der ILO, klappt das eigentlich ganz ordentlich. Vor allen Dingen auch, weil wir mit der ILO einen Partner haben, mit dem wir zusammenarbeiten können bei der Implementierung von unseren Nachhaltigkeitskapiteln, was Arbeitnehmerrechte und Kernarbeitsnormen angeht. In der internationalen Umweltpolitik ist das viel, viel schwieriger. Warum? Weil wir in vielen Bereichen gar keine handlungsfähigen internationalen Organisationen haben. Nehmen wir das Pariser Abkommen. Das Pariser Abkommen ist ein Rahmen, der bewusst ohne Sanktionierungsmöglichkeiten entwickelt wurde und wo allen gesagt wurde, ihr könnt im Vertrauen darauf, dass ihr nicht bestraft werdet, ja, eure ambitionierten Ziele setzen. Und das ist bottom-up und ohne Sanktionen etc. Jetzt kommt die EU her und sagt, nicht nur tun wir das in unsere Handelsabkommen rein und geben dem damit einen neuen Verpflichtungen, einen neuen Verbindlichkeitsgrad. Jetzt kommen andere und sagen, das muss aber auch noch sanktionsbewehrt sein. Da wirft man uns vor, dass wir quasi die International Governance des Paris-Abkommens aushebeln. Und das Problem, das ich damit habe, ist nicht nur ein moralisches, sondern ist vor allen Dingen auch ein Effektivitätsproblem, denn wir riskieren damit, internationale Governance zu schwächen, wo wir sie stärken müssten. Das heißt, der Verbindlichkeitsgrad des Pariser Abkommens, das hat den gleichen internationalen Verbindlichkeitswert wie das Pariser Abkommen. Aber können wir darüber hinausgehen? Mit welcher Legitimität? Das ist extrem schwierig. Und von daher müssen wir gucken, wo gibt es internationale Standards, wo wir sagen können, da gehen wir nicht runter. Und wo sprechen wir über Standards, die darüber hinausgehen und wo wir eigentlich durch Kooperation versuchen müssen, dass wir alle gemeinsam auf eine höhere Ebene kommen. Das ist eine sehr viel komplexere Situation. Dann wollte ich noch in dem Zusammenhang auch sagen, sowas wie CBAM, also Klimaausgleich und so weiter. Ich warne davor zu verquicken die Effektivität unserer Klimapolitik, ja, mit Schutz der heimischen Industrie. Das ist eine Verquickung, die uns international extrem schadet. Vor allen Dingen müssen wir uns aber auch darüber im Klaren sein, was ist eigentlich unsere Priorität. Ziel von diesem CBAM ist, dass wir es nicht anwenden müssen, weil alle bereit sind, ihre
ihren Ehrgeiz, was CO2-Emissionen angeht, so zu erhöhen, dass das gar nicht notwendig ist. Ja? Also das Ziel ist nicht die Erhebung dieser Zölle, sondern diese Zölle sind da zur Abschreckung, um andere zu überreden, dass sie da auch ambitionierter sind. Das andere, wovor ich warnen möchte, ist zu glauben, dass wir immer diejenigen sind, die anderen als Vorbild zu dienen haben. Wenn ich mir in vielen Bereichen sind wir nicht diejenigen, die die höchsten Standards setzen. Ja? Es gibt ganz moderne Aluminiumproduktion in anderen Teilen der Welt, die sehr viel weniger umweltschädlich ist als die Aluminiumproduktion in der EU. Also ich würde auch davor warnen, dass wir immer eine Einnahme haben durch diesen Klimaausgleichszoll. Weil der geht ja auch in die andere Richtung. Ja? Wenn andere Produktionen umweltfreundlicher sind, CO2-freundlicher, dann gibt es ja auch eine negative Zahlung hier. Ja? Also da müssen wir auch sehr aufpassen, dass wir da nicht in ganz anderen Zungenschlag kommen. So, und das sind so erstmal die Reaktionen, die ich haben wollte. Aber ich finde, insbesondere bei dieser ganzen Frage der Standards, müssen wir sehr viel vertiefter reingehen und sehr evidenzbasiert arbeiten. Letzter Punkt, mit wem machen wir eigentlich Abkommen? Wir machen Abkommen nicht mit Regierungen. Wir machen Abkommen mit Ländern oder Ländergruppen, wie im Fall von Mercosur. Und dann müssen wir auch schauen, wir haben manchmal so die Neigung, Mercosur durch die Person des Präsidenten Bolsonaro wahrzunehmen. Wir sprechen aber auch ganz viel mit Nichtregierungsorganisationen, gerade auch im Bereich Menschenrechte vor Ort. Und die sagen, wir wollen dieses Abkommen, denn es gibt uns ein Instrument, was wir ohne dieses Abkommen nicht hätten. Und das gilt sowohl für den Schutz des Amazonas wie für den Schutz der Rechte indigener Völker. Und ich glaube, wir müssen da auch sehr viel mehr auf die Stimmen innerhalb der Länder hören. Und da ist für mich auch ein ganz großer Raum, wo sich das Europaparlament mit anderen Parlamentariern zusammensetzen sollte, wo nationale Parlamente einen Outreach in die Parlamente machen sollten, wo es Gewerkschaft zu Gewerkschaft Kontakte geben müsste und Umweltorganisation zu Umweltorganisation. Da liegt ein ganz großes, ungehobenes Potenzial. So, und jetzt höre ich auf. Ja. Vielen Dank, Frau Weyand. Bevor ich dem Valentin Wedel das Wort gebe, der sich zu Wort gemeldet hat, möchte ich noch kurz zwei, drei Kommentare poolen, die wir bekommen haben, die ich auch gerne an die Frau Weyand weiterreichen möchte. Das eine ist die Frage, wo stehen wir denn bei den Verhandlungen oder bei Verhandlungen in Sachen Investitionsabkommen zwischen der EU und China? Das zweite ist ein Kommentar von einem Kollegen von der Industriellen Vereinigung, der sagt, grundsätzlich darf nicht vergessen werden, dass Österreich eine Exportquote von 55% hat und über 650.000 Arbeitsplätze daran hängen, nämlich am EU-Handel mit Drittstaaten. Und er sagt auch, zur Nachhaltigkeit darf nicht vergessen werden, dass ein weltweit möglichst hoher Anteil an den internationalen Handelsströmen im Bereich Handel das beste Instrument der Klimapolitik aus seiner Sicht ist. Und dafür braucht es eine aktive EU-Politik. Der größte Handelspartner der Mercosur-Staaten ist nämlich China und ohne Abkommen zwischen EU und Mercosur wird sich das nicht ändern. Das heißt, wenn ich in Klimafragen Fortschritte machen möchte, so seine Position, dann braucht es diese Abkommen. Und ein dritter Punkt zu China, wenn ich den auch noch erwähnen darf, die Frage, ob auch China die ILO-Konventionen umsetzen soll. Also diese drei Punkte wollte ich kurz erwähnen und vielleicht kann man dazu noch ergänzen, das, was jetzt der Valentin Wedel sagen möchte. Zwei Fragen jetzt kann ich aber nicht sagen, aber vielleicht möchte doch die Frau Dr. Weyand darauf antworten. Okay, dann lass mich einfach noch überlegen und dann versuche ich auf das Statement von der Frau Dr. Weyand zu antworten. Denn, alles klar. Ja, dann machen ich wir glaube, dass vor allem die Vertreter der Industrie in Österreich, auch in der EU, ohne die so viel Raum der Darstellung haben, dass es gut ist, heute mal eine Diskussion zu haben, wo auch die kritischeren Stimmen sich ein wenig Gehör verschaffen können, auch ganz im Sinn von der Frau Dr. Weyand.
In dem Sinn möchte ich... Valentin, möchtest du jetzt die Frau Dr. Weyand antworten lassen auf diesen China-Blog und dann deine Frage stellen? Du bist der Moderator, du musst das wissen. Das. Ich nehme den Vorschlag gerne auf und gebe der Frau Dr. Weyand das Wort, bitte. Okay, ich versuche das kurz zu machen, weil ich gerne hören würde, was Herr Wedel zu sagen hat, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Denn ich bin auch an dieser kritischeren Diskussion mehr interessiert. China. Das ist, wir sind in sehr, sehr schwierigen Verhandlungen. Und wir haben drei große Themenblöcke in den Verhandlungen. Das eine ist das, was wir Level Playing Field nennen. Da haben wir sehr gute Fortschritte gemacht. Also was Forced Technology Transfer angeht, was das Verhalten staatseigener Unternehmen angeht, was Transparenz von Subventionen angeht, der Block sieht gut aus. Dann haben wir große Probleme im Bereich Marktzugang, weil es hier eben doch sehr viel, positiv formuliert, Diskretion der chinesischen Staats- und Parteiführung gibt, was das Behandeln von Unternehmen angeht. Und sehr viele Restriktionen und da haben wir weiterhin doch sehr große Probleme, da tatsächlich zusätzliche Marktzugangsgarantien rauszuholen. Und der dritte Komplex ist genau das Nachhaltigkeitskapitel. Und wir bestehen eben genau darauf und ist auch der Aktualität natürlich insbesondere geschuldet, haben wir natürlich jetzt gerade schwierige Diskussionen zum ganzen Bereich Kernarbeitsnormen und zu dem ganzen Bereich Zwangsarbeit. Ja? Und wir sagen eben, dass wir hier die gleichen Standards haben wollen, wie das, was wir in unseren Freihandelsabkommen haben, nämlich eine Verpflichtung auf Ratifizierung und effektive Umsetzung von diesen ILO-Normen. Dazu ist China nicht bereit, ja, und das zeigt mir, dass China offensichtlich eine andere Einschätzung hat als Herr Wedel, was die Effektivität unserer Nachhaltigkeitskapitel angeht, denn die Chinesen sagen, dass ihr das einem Streitschlichtungsmechanismus unterwerft, der aus einem unabhängigen Expertenpanel besteht, der öffentlich tagt und dessen Ergebnisse veröffentlicht werden, das geht uns viel zu weit. Das ist in der ILO nicht vorgesehen. Und wir sind bereit, sozusagen die Verpflichtungen, die wir als ILO-Mitglied eingegangen sind, nochmal zu bestätigen, aber nichts darüber hinaus. Und die haben sich zum Beispiel ganz genau angeguckt, unseren laufenden Fall mit Korea zur Verletzung der Kernarbeitsnormen. Und das gefällt ihnen überhaupt nicht. Ja? Und die sagen natürlich auch, wieso wendet ihr überhaupt die Standards von euren Freihandelsabkommen auf etwas ab, was ja nur ein Investitionsabkommen ist. Ja? Und auch hier werden wir, also wie gesagt, die Verhandlungen sind ja noch nicht abgeschlossen. Und wir sind jetzt schon fast Mitte November. Das ist, glaube ich, dann auch Antwort darauf, wie die Chancen stehen, das bis Jahresende abzuschließen. Aber wir müssen uns natürlich dann auch fragen, sind wir besser dran mit einem Abkommen oder ohne ein Abkommen? Wir können natürlich uns auch einen schlanken Fuß machen und sagen, wir machen kein Abkommen, aber verlieren damit natürlich auch jegliche Plattform für Diskussionen mit China über die Einhaltung von Kernarbeitsnormen. Ja, das ist die Abwägung, vor der wir irgendwann stehen werden, ja. Und da werden wir dann sehen, wo wir rauskommen. Aber ich kann nur sagen, die Chinesen haben eine ganz andere Einschätzung, was die Effektivität, die Öffentlichkeitswirksamkeit unserer Nachhaltigkeitskapitel angeht. Und deshalb mögen sie die nicht. Dann war jetzt auch noch die Frage zu Indien. Hatten Sie die auch angesprochen, Herr Schmidt? Kommen wir zu einem Abkommen mit Indien? Ich habe das im Chat gesehen. Das sieht im Moment schlecht aus. Indien ist nämlich nicht bereit, auf unsere Vorstellungen zur Nachhaltigkeit einzugehen und hat auch insgesamt eine Wirtschaftspolitik, die auf Importsubstitution abzielt. Und damit sind die Bedingungen für ein Abkommen der Art, wie wir es abschließen können. Ja, das ist also, das sehe ich im Moment nicht. Da haben wir auch angeboten, erstmal mit einem Investitionsabkommen anzufangen, aber das interessiert wiederum die Inder anscheinend nicht so. Soll ich es dabei erstmal belassen? Ja, ich komme aber gerne nochmal auf die Mercosur-Frage zu CO2-Emissionen. Ja, zu der kommen wir gleich. Danke, dass Sie auch die Indien-Frage gleich mitgenommen haben. Das erleichtert meine Arbeit. Ich gebe aber jetzt gleich weiter an den Herrn Wedel, der
eine Stelle. Ja, danke. Danke, Paul. Heute ist Damenwahl und die Frau Weyand möchte mit mir tanzen. Das freut mich ganz besonders. Vielen Dank. Ich möchte zunächst hervorstreichen, was vom Kollegen Schneider gekommen ist. Und das halte ich auch für ganz zentral, dass Handelsabkommen dazu da sind, die Kooperation zu stärken und dafür einen Rahmen bilden wollen. Und Handelsabkommen sind natürlich von ihrer Eigenart her auch dazu da, dass sie Märkte vergrößern, Märkte schaffen, Märkte generieren. Das ist klar. Das Problem ist halt, dass Märkte generiert werden, wo gleichzeitig ein Vakuum an Regelungen besteht, um, jetzt komme ich wieder zu dem vorher schon zitierten Wort, faire Ausgangsbedingungen, gleiche Ausgangsbedingungen, ein Level Playing Field zu schaffen. Da dürften unsere Meinungen sehr weit auseinandergehen, worin wir denn das Level Playing Field jetzt erkennen wollen und wo wir es sehen wollen. Aber das ist ja genau der Punkt. Wenn es uns nicht gelingt, dass wir faire Regelungen im internationalen Wettbewerb etablieren, riskieren wir, dass die gesamte internationale Arbeitsteilung sich delegitimiert und von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wird und zum Teil auch zu Recht durchaus evidenzbasiert, wenn aufgrund von Unternehmensauslagerungen Arbeitsplätze verloren gehen. Also das ist einmal der erste wichtige Punkt. Wir müssen schauen, dass auf den geschaffenen Märkten faire Regeln sind im Sinne einer gerecht gestalteten Globalisierung, diesen drei schönen Gs. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe und unsere Herausforderung. So, aber jetzt zum nächsten Punkt. Wo ist dann die Grenze des Tolerierbaren? Wo kann ich eben nicht mehr davon sprechen, dass ich faire Ausgangsbedingungen habe? Und da muss ich wieder die Gewerkschaftsbedingungen als Beispiel ins Treffen bringen. Und ich bleibe auch gleich bei Mercosur, nämlich bei Brasilien. Bei Brasilien ist es so, und da sind auch wir in Kontakt, also auch diese Anregung haben wir bereits aufgegriffen, in Kontakt zu treten mit gleichgelagerten Einrichtungen in den betreffenden Staaten. Wir stehen in Kontakt mit der Dachorganisation in Brasilien, die waren letztes Jahr bei uns und die haben uns erzählt, wie das so ist unter Bolsonaro. Das ist so, wenn man gewerkschaftlich aktiv ist, das Wichtigste ist, am Abend immer schön die Festplatte mit nach Hause nehmen, denn vom Geheimdienst Brasiliens werden regelmäßig die gewerkschaftlichen Einrichtungen durchsucht und die Festplatten genommen. Also hier passieren Grundrechte, Menschenrechtswidrigkeiten und gerade wo eine ähnliche Sicht und kritische Sicht auf das Mercosur-Abkommen von Seiten der brasilianischen Gewerkschaften kommt, fühlen wir uns enorm bestätigt in unserer generellen Kritik. Und wir erachten sie nicht als neokolonial, sondern ganz im Gegenteil. Die Verhältnisse, die es derzeit in Brasilien gibt, sind neokolonial, wo ein von einigen Leuten im Westen sehr tolerierter brasilianischer Präsident hier wütet und eine Politik betreibt, die wir hoffentlich in Europa nicht in großen Zügen mehr erleben werden. Das ist das, was dort gerade passiert. Das ist eine neokoloniale Politik und nicht das, was uns wichtig ist, dass die Gewerkschaftsfreiheiten gewährleistet sind. Und damit das aber möglich ist, ist es notwendig, und da sind wir jetzt bei den Standards, dass die effektiv sanktionierbar sind. Auch darin liegt kein neokolonialer Dünkel, dass viele Reden und diese vielen Arbeitsgruppen, die China nicht mag, weil China ohne dies in einer derzeit viel stärkeren Position ist und sich bei rein gar nichts reinreden lassen braucht. Und wir wissen, wie sensibel China bei menschenrechtlichen Fragen reagiert, wenn es darauf gestoßen wird. Es lehnt es ab und sagt, mit uns braucht ihr über das Thema nicht reden, wollt wirtschaftlich tätig sein, ja, aber über Menschenrechte reden will. Das schlägt sich natürlich auch in diesen Aspekt der Verhandlungen durch. Aber es ist zentral, Herr Wedel, ich möchte die anderen auch noch zu Wort kommen lassen. Ja. Ist es okay, wenn ich jetzt weitergehe, ja? Dann möchte ich nur einen Schlusssatz bitte. Ein Schlusssatz. Gerade Südkorea hat uns gezeigt, dass das Nachhaltigkeitskapitel nicht effektiv wirkt. Okay, gut. Bevor wir zu Frau Weyand zurückgeben, würde ich gerne den Herrn Weitz bitten, hier noch einmal zu kommentieren. Bitte. Danke, Herr Schmidt. Ich halte mich kurz und bündig. Und reagiere auch auf die Ausführungen von Frau Weyand. Ja, tatsächlich, die
Importzölle, ich nenne es mal jetzt kurz gefasst so, zur Gewährleistung von gewissen europäischen Produktionsstandards sind dazu da, möglichst nicht angewandt zu werden. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wenn Sie denn den Effekt erzielen, dass entsprechende hohe europäische Standards, wohlgemerkt für die Ware, die für den europäischen Markt gedacht ist, hier von uns als Bedingung gesetzt wird, ich denke, das könnte man auch auf andere Bereiche als CO2 ausweiten. Eine zweite Rückmeldung noch, genau wenn es um Mercosur geht, wo auch die Bedenken großer Teile der Bevölkerung herkommen oder auch der Landwirtschaft mitunter herkommen. Ja, was sind denn die Produkte, die dann in verstärktem Ausmaß in die Europäische Union importiert werden im Rahmen eines Freihandelsabkommens? Und da haben wir genau jene Produkte, die den größten Umweltschaden und den größten Klimaschaden nicht nur in diesen Ländern, sondern international anrichten. Es sind Erze, also Extraktionsprodukte, ganz stark, aber vor allem Rindfleisch, Soja und Ethanol. Und wo soll denn das herkommen, von welchen Agrarflächen, die heute noch Amazonaswald sind? Wir müssen uns schon dessen bewusst sein, dass wir auch mit einem Teil unserer derzeitigen Handelspolitik das Problem des Klimawandels tagtäglich massiv verschärfen und eine höhere Importquote für Rind oder eine höhere Produktion von Soja oder auch Ethanol, meist auf der Basis von Zuckerrohr, wird genau diesen Landkonflikt zwischen eben noch Regenwäldern oder anderen durchaus ökologisch freundlicheren Agrarsystemen hin zu eben mehr Zerstörung, mehr Erosion und weniger Amazonas, der gerettet werden kann, sind ja wir als Union auch der Treiber dieser Entwicklung mit unserer Nachfrage, die wir durch dieses Abkommen stärken wollen. Was ich damit herauszeichnen möchte, ist, es geht mir und auch meiner Fraktion nicht um das Infragestellen, dass Handel, wenn er in den richtigen Bahnen läuft, zu Wohlstand beiträgt und vor allem auch zu Völkerverständigung und Völkerverbindung beiträgt. Aber ich denke, auch wir als Union müssen im Kontext auch der Klimapolitik, die wir uns selbst verordnen und unsere eigene Industrie verordnen und auch unsere eigenen Landwirtschaft verordnen, hier näher hinsehen, welche Teile des gewohnten Freihandels vielleicht in Zukunft hinterfragt werden müssen, weil sie in den heutigen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen eben der Klimakrise hier beitragen zum Desaster, zum gemeinsamen, wohlgemerkt auch ökonomischen Desaster, auf das wir zusteuern, wenn wir hier nicht ordentlich gegensteuern. Und dass wir hier gegensteuern müssen, das ist ja heute Konsens unserer gemeinsamen Unionspolitik, auch wenn wir unterschiedliche Zugänge haben und vielleicht unterschiedlich drastische Vorschläge. Und hier fehlt mir noch das Überdenken unserer Handelspolitik insgesamt. Wo ist der Teil der Handelspolitik, der zukunftsfähig ist? Und welchen Teil der Handelspolitik müssen wir ernsthaft überdenken, weil er in Zeiten der Klimakrise nicht nur einfach so keine Zukunft mehr hat? Danke, Herr Waits, entschuldigen Sie. Frau Zimmermann, Herr Schneider, wollen Sie hineinkommen und auch noch kommentieren, bevor ich zu Frau Weyern zurückgebe? Frau Zimmermann? So, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert hat. Ja, vielleicht ganz kurz eine Ausführung noch zu dem berühmten Brüssel-Effekt, zu dem Start-Setting. Ich meine, weiß nicht, ob es schon gefallen ist, die Attraktivität unserer Europäischen Union, unseres Binnenmarkts, ist natürlich schon enorm. Wir haben 450 Millionen Verbraucher, weiß nicht, ob das schon so dargestellt wurde. Und es ermöglicht es der EU nicht nur auf unserer Ebene, auf die EU-Ebene, auf Binnenmarkt, sondern auch international Standards zu setzen. Das ist eben der berühmte Brüssel-Effekt. Und ich glaube, dass wir uns daher diese Handelspolitik, unsere Handelspolitik, dass es sozusagen, dass das nutzbar gemacht werden soll als wirksames Instrument für den Export, ich nenne es mal Export unserer gemeinsamen Werte, Ideen, aber auch Visionen. Und das denke, dass es von entscheidender Bedeutung ist, wenn halt jetzt nicht wir ein Freihandelsabkommen abschließen und weil jetzt gerade eben Mercosur auch genannt wurde, wo wir im Übrigen einen parlamentarischen Vorbehalt haben, auf das möchte ich schon hinweisen in meiner Wortmeldung jetzt, dann werden es vielleicht andere Staaten tun und dann wird China sich das nutzbar machen und werden hier halt ein erstes Handelsabkommen schließen und werden hier die Marktchancen wahrnehmen. Das muss uns halt schon klar sein, dass wir dementsprechend halt und dass es ein Vakuum erzeugt, wie uns die Erfahrung aus der Geschichte zeigt, dass halt dann eine Chance für andere ist und das werden halt dann andere wahrnehmen und dieses Vakuum auch andere füllen. Aber ich meine, für mich ist es auch immer wieder wichtig und von größter Bedeutung, dass der Schutz unserer Standards in diesen zukünftigen Vereinbarungen, dass der sichtbarer werden soll
und muss. Und ich nehme schon wahr, diesen Ruf nach den ökologischen und sozialen Standards, dem wird man dementsprechend in der zukünftigen Handelspolitik Rechnung tragen müssen. Danke sehr. Herr Schneider? Ja, ich möchte nur ganz kurz zwei Punkte machen. Und das eine ist, also ich weiß, das ist bekannt, aber ich wollte es nur noch einmal sagen, man kann nicht alle Probleme dieser Erde mit der Handelspolitik lösen oder mit einem einzelnen handelspolitischen Instrument lösen. Ja, also das ist das eine. Und das zweite, was ich sagen wollte, ist, ich bitte in der Handelspolitik auch um Realismus und Pragmatismus. Also es gibt ein berühmtes englischsprachiges Sprichwort, you know, don't bite off more than you can chew. Das heißt, dass man sehr wohl, nämlich aus meiner Sicht, von Menschen und Unternehmen in anderen Regionen der Welt, die nicht so begünstigt sind wie wir, oder wie wir in Europa, wo wir auch in Europa ja sehr unterschiedliche Situationen haben, aber egal, dass man ihnen nicht dazu zwingen, quasi durch das Erschweren des Marktzuganges, sondern durch ein gezieltes und offenes und ehrliches Öffnen. Und ein letzter Punkt, ganz ein einfacher, etwas, was mir grundsätzlich fehlt, aber da waren die Worte von der Frau Weyand sehr wichtig für mich. Das ist etwas, was ganz wesentlich ist, dass man verschiedene politische Zugänge, verschiedene Politbereiche stärker verschränkt und nicht alles versucht, in einen politischen Bereich hinein zu zwängen. Also die Punkte, wo wir über Bildungspolitik sprechen oder Genderpolitik sprechen. Und man muss aufpassen, dass man nicht alles einfach in die Handelspolitik hineinpackt. Also schrittweise die Möglichkeit schaffen, dass Personen, Menschen, Unternehmen in Drittmärkten Fortschritte erzielen können, dass wir eben zu diesem gemeinsamen Niveau kommen können. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Weyand. Mission Impossible oder nicht? Mission Possible. Sie haben gesehen, im Chatbereich gibt es auch noch zwei Fragen, die in diese Richtung gehen. Nämlich das eine ist, welchen Beitrag leistet eigentlich dieses Mercosur-Abkommen für weniger CO2-Emissionen? Das passt zu dem, was der Herr Weitz gesagt hat. Und das Zweite ist, es gab ja gestern auch den Aufruf von fast 200 Ökonomen und Ökonominnen, die gesagt haben, wir brauchen eine bessere Folgeabschätzung so eines Mercosur-Abkommens. Vielleicht können Sie das in Ihrer Antwort noch mitnehmen. Vielen Dank. Ja, das mache ich gerne. Also, zum einen wollte ich noch mal etwas einfließen lassen, was ich bisher nicht gesagt habe. Also ich bin jetzt keinesfalls eine Vertreterin des Status quo, was die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitskapitel angeht. Ja? Wenn Sie allerdings sagen, Korea zeigt, dass das nicht funktioniert, Korea ist ein Beispiel, wo wir 8 Jahre gebraucht haben, bevor wir den Streitschlichtungsmechanismus umgesetzt haben. Ich weiß nicht, warum. Ja, aber jetzt schauen wir mal, was tatsächlich rauskommt und dann sehen wir, ob das funktioniert oder nicht. Gleichzeitig haben wir aber jetzt auch, hat Herr Dombrovskis beschlossen, dass wir jetzt eine vergleichende Studie durchführen darüber, wie solche Nachhaltigkeitsverpflichtungen umgesetzt werden können. Ja. Wir können gucken, was machen die Amerikaner, was machen andere in dem Bereich. Denn im Grunde geht es darum zu gucken, was funktioniert. Ja? Und das müssen wir uns anschauen. Und wir haben da keine Schranken, was wir uns da angucken wollen. Aber für uns geht es darum, dass wir nicht einfach nur sagen können, es geht uns darum, Sanktionen einzuführen, sondern es geht uns darum, dass wir tatsächlich die Nachhaltigkeit fördern. Und was funktioniert am besten unter dem Gesichtspunkt? Das schauen wir uns an. Dann haben wir auch beschlossen, dass wir hatten ja 2018 so einen 15-Punkte-Aktionsplan ins Leben gerufen.
der sollte 2023 überprüft werden. Das machen wir jetzt Anfang nächsten Jahres, ja, damit das eben einfließen kann auch. Und das sind Dinge, die wir uns anschauen. Und jegliche Idee, die uns helfen kann, die Umsetzbarkeit solcher Verpflichtungen zu stärken, ist durchaus willkommen. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Aber es kann nicht darum sein, dass wir sozusagen einfach eine Grenze setzen und sagen, da führen wir jetzt Sanktionen ein und dann waschen wir uns die Hände und wir sterben in moralischer Schönheit auf unserem hohen Ross. Sondern es muss darum gehen, wie kriegt man das gemeinsam in Zusammenarbeit in den Griff. So. Und dann bin ich immer noch bei der Überlegung, was ist denn die Alternative? Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Ja, es gibt jetzt 3 oder 4 nationale Parlamente, die gesagt haben, dass sie das Mercosur-Abkommen nicht ratifizieren wollen, etc. pp. Okay, dann sagen wir, wir haben genug anderes zu tun, dann legen wir das doch einfach weg. Wem bitte nützt das? Wem nützt das? Nützt das? Es nützt nicht der Wirtschaft. Es nützt nicht der Umwelt. Es nützt nicht dem Arbeitnehmerschutz. Ihre brasilianischen Gewerkschafter werden davon nicht profitieren, wenn wir sie sich selbst überlassen. Ja. Ich sehe das nicht. Ja. Sollten wir tatsächlich einem einzelnen Mann wie Herrn Bolsonaro die Macht geben, eine geostrategische Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika in Geiselhaft zu nehmen? Das ist etwas, was ich hochproblematisch finde. Und natürlich ist Engagement immer schwieriger, ja, weil wenn Sie ja, mit Hunden ins Bett gehen, wachen Sie mit Flöhen auf. Ja, aber Sie können auch sagen, ich schlafe immer nur alleine. Aber das bringt dann auch nichts. Also damit beeinflussen Sie die Welt um uns herum auch nicht. Das Gleiche gilt für China. Damit machen wir kein Abkommen mit China. Okay, ändert sich dadurch irgendwas in China? Nein, aber wir sind weiterhin davon abhängig, dass uns die Chinesen aufgrund guten Willens die gleichen Vorteile einräumen wie den Amerikanern. Ja? Also dann ist die Frage doch, ob wir nicht besser dran sind mit einem Abkommen, was vielleicht nicht perfekt ist, aber was uns Hebel gibt, die wir ohne dieses Abkommen nicht haben können. Und um hier auf eine Frage des Chats zurückzukommen, Ziel ist nicht, die Hebel umzulegen und damit die Verbindungen wieder abzuschneiden. Ziel ist es, in einem permanenten Dialog zu einer Verbesserung der Situation zu kommen. Das ist ein langes Bohren dicker Bretter und das ist mühsam. Und wie gesagt, manchmal ist es einfacher zu sagen, ich engagiere mich nicht, aber es dient nicht der Verbesserung der Lage in der Welt. Dann wollte ich jetzt zu Mercosur kommen, zu den Agrarsachen. Also zum einen ist der ganze Bereich der Marktöffnung im Bereich der Landwirtschaft extrem vorsichtig gemacht worden. Ja? Das, was wir an zusätzlichen Importmöglichkeiten von Rindfleisch haben, entspricht 1% der Produktion in Brasilien. 1% der Produktion. Dann ist Ihnen auch klar, dass das nicht ausreicht, um Produktionsbedingungen, nicht Produktstandards, Produktionsbedingungen in dem Land zu diktieren. Können wir nicht. Aber wir haben eine Zusammenarbeit, die müssen bestimmte Standards einhalten, das machen sie auch, weshalb nur bestimmte Etablissements nach Europa überhaupt exportieren dürfen. Aber und das, was wir da zusätzlich importieren im Rahmen von eng begrenzten Zollkontingenten, entspricht 1% des Verbrauchs auch in der EU. Ja? Also auch da soll man bitte die Kirche im Dorf lassen. Das kann nicht irgendwie die Situation der Landwirtschaft als solche verzerren. Soja, das Abkommen macht zu den Handelsbedingungen zu Soja exakt gar nichts. Denn Soja wird bereits jetzt zollfrei ohne Abkommen in die EU importiert, weil das für die Tierfütterung in der EU gebraucht wird. Und da sind wir auch an dem Bereich, wo wir schauen müssen, was ist eigentlich mit der Agrarpolitik? Denn ganz ehrlich, wenn es um Tierwohl oder um nachhaltige Agrarproduktion geht, da sind wir auch nicht immer vorbildhaft in der EU. Da können auch viele Drittstaaten kommen und sagen, unseren Rindern geht es aber besser und unseren Schweinen als denen in der EU, dort, wo es um industrialisierte Landwirtschaft geht. Also auch da gehen die Verpflichtungen in beide Richtungen.
Und auch da dürfen wir nicht immer den Eindruck erwecken, als wären wir diejenigen, die hier anderen Lektionen zu erteilen hätten. Und dann komme ich zu einem meiner Lieblingsbeispiele, und das ist Zuckerrohr im Vergleich zu Zuckerrüben. Wenn wir es ernst meinen würden mit unserer ökologischen Orientierung, dann würden wir den Marktzugang für Zuckerrohr freigeben, ja, und die Zuckerrübenproduktion in der EU einstellen. Denn die Ökobilanz von Zuckerrohr, was Wasserverbrauch und CO2-Emissionen angeht, ist um ein Vielfaches besser als Zuckerrübenproduktion. Und da kommen wir genau zu dem Knackpunkt, weshalb wir so oft misstrauisch gesehen werden. Und entschuldigen Sie, Herr Wedel, ich habe Sie nicht als neokolonial bezeichnet. Aber worauf ich mich bezogen habe, ist, dass viele unserer internationalen Handelspartner sagen, ihr seid Heuchler, denn euch geht's nicht um die Umwelt. In Wirklichkeit geht's euch um Protektionismus. Und das ist etwas, was die Verhandlungen extrem schwierig macht, weil wir eben nicht völlig kohärent sind. Weil wir eben zum Beispiel im Bereich Zuckerrohr, auch da haben wir übrigens ja, was Ethanol angeht, nur eine ganz beschränkte Marktöffnung gemacht, die genau kontrolliert ist für bestimmte Nutzungen innerhalb der EU. Ja. Aber das schadet uns enorm, ja, weil wir da einfach nicht glaubwürdig sind. Und dieses Zusammenspiel zwischen Ökologie mit Schutz unserer eigenen Agrarwirtschaft in einer Art und Weise, die nicht unbedingt kompatibel ist, schadet uns international sehr. So, jetzt wollte ich dazu aber, wie gesagt, nochmal sagen, das sind alles Bereiche, was das Mercosur-Abkommen angeht, ist meines Erachtens das Problem nicht der Inhalt des Abkommens. Und ich möchte Sie nochmal einladen, darüber nachzudenken, alle, was wäre der Zustand, wenn wir das Abkommen nicht hätten? Das Problem, was wir haben, ist die Situation vor Ort. Und solange die sich nicht ändert, stimme ich mit all denen überein, die gesagt haben, so können wir das Ding nicht ratifizieren. Ja, weshalb wir uns jetzt erstmal darum kümmern müssen, mit den Mercosur-Partnern gemeinsam eine Lösung zu finden, wie wir den Amazonas schützen können, wie wir am Bereich Entwaldung arbeiten können. Und auch hier, ja, Rindfleisch zum Beispiel, wird nicht in... Die Liberalisierung im Bereich Rindfleisch betrifft Rinder, die nicht in entwaldeten Gebieten leben. Ja? Und wir müssen natürlich auch gucken, wir können ja auch, es gibt ja zu Deforestation, machen wir jetzt auch eine Gesetzgebung, wo wir dann sagen, dass wir die Platzierung auf dem EU-Markt von Produkten aus entwaldeten Gebieten verbieten. Ja, das heißt, da gibt's auch nochmal Sachen, die man da nicht verhandeln muss in Handelsabkommen, sondern die wir regulieren können, darüber, dass wir eben die Standards setzen für den Zugang zu unserem Markt. Ja, das sollte man also auch noch berücksichtigen. Aber da gibt's auch unheimlich viel Fehlinformation über das, was das Abkommen eigentlich leistet. Und das ist ein bisschen mein Problem, weil ich fürchte, dass während wir uns jetzt zu Recht darauf konzentrieren, wie können wir die Bedingungen vor Ort und die Situation im Amazonas verbessern, dass dann gleichzeitig das Abkommen völlig zerpflückt wird. Also wir sehen durchaus, was da auch an Stellungnahmen kommt. Wir haben selbst mehrere Sustainability Impact Studien gemacht. Die sind auch öffentlich zugänglich. Die haben wir mit der Zivilgesellschaft diskutiert. Da wird jetzt auch die endgültige Fassung rauskommen. Und was ich rausholen will, ist, dass man dann zum Beispiel auch sagt, wo es denn unter Umständen negative Auswirkungen geben könnte, was sind die Maßnahmen, die man ergreifen kann, um dem entgegenzuwirken. Dass also sozusagen aus diesen Sustainability Impact Assessments auch irgendwie Handlungsempfehlungen rauskommen. Daran arbeiten wir noch, denn das brauchen wir begleitend. Ja? Und ansonsten ist natürlich der Punkt Handel und CO2-Emissionen. Da gibt es nun einmal, das ist keine einfache Beziehung. Ja, Sie können natürlich sagen, Handel heißt mehr Transport heißt mehr Emissionen, also ist Handel schlecht für die CO2-Bilanz. Aber 90% der CO2-Emissionen stammen aus der Produktion. Und wenn Sie durch internationale Arbeitsteilung, das heißt Handel, Anreize setzen für Produktionseffizienzgewinne, dann führt das auch zu einem besseren Umgang, sparsameren Umgang mit natürlichen Ressourcen. So, das heißt, Sie haben Tendenzen, die in unterschiedliche Richtungen gehen und deshalb müssen Sie das genau abwägen und Sie müssen auch gucken, was ist kurzfristig, was ist langfristig. Das sind alles Dinge, die wir im Bereich dieser Sustainability Impact Assessments machen
Und wir sind auch durchaus in Kontakt mit anderen Mitgliedstaaten, die selber ihre Studien gemacht haben. Und das muss die Grundlage dafür sein, dass wir hier tatsächlich auch zu besseren, zu eben dieser evidenzbasierten Analyse kommen, die Cynthia Zimmermann angesprochen hat. Frau Weyand, vielen Dank. Sie sehen, wie viel Gesprächsbedarf es gibt, wie viele unterschiedliche Informationen es zu diesem großen Themenbereich gibt und wie viele unterschiedliche Positionen es gibt. Wir sind froh, dass es gelungen ist, dass wir heute zumindest diese 90 Minuten miteinander geredet haben. Wir freuen uns natürlich darüber, Sie auch physisch in Wien begrüßen zu dürfen, weil bei einem Café diskutiert sich das, glaube ich, noch besser. Beste Freunde sind kritische Freunde und so gesehen haben Sie einen sehr guten Freund mit Österreich. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir durch einen intensiveren Austausch auf eine Linie kommen, zu der dann alle halten, würde ich sagen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Thomas Rehl. Weil ich gerade gesehen habe in den Kommentaren, meine Position zu Zucker ist eben nicht, dass wir hier alles zumachen. Aber was ich sagen will, ist, wir müssen akzeptieren und klar sein, dass wir in jedem Fall auch eine Zielabwägung machen. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, wie das so oft der Fall ist, dass wir die Umweltzielsetzung absolut setzen, denn das ist einfach in der Realität nicht der Fall. Von daher, wenn wir der Ansicht sind, dass wir auch einheimische Zuckerversorgung wollen, dass wir auch die Regionaleffekte berücksichtigen wollen, ich habe damit kein Problem. Aber dann müssen wir da auch offen und ehrlich sein und dürfen nicht dem Rest der Welt sagen, dass unser Problem mit Handelsabkommen rein im Umweltbereich liegt. Wir müssen akzeptieren, es gibt Zielkonflikte und es gibt eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Zielsetzungen. Das ist das, was ich sagen wollte. Deshalb sieht ja auch das Mercosur-Abkommen zum Zucker so aus, wie ich es beschrieben habe, und macht eben keine völlige Marktöffnung. Und ich schlage mit Sicherheit nicht vor, das zu ändern. Aber dann müssen wir auch offen und ehrlich sein, dass wir eben nicht die grüne Zielsetzung absolut setzen. Das war mein Punkt. Danke. Also ich glaube, diese Abwägungsthematik und die Zielkonflikte sind ganz wichtig, um das Thema einfach von mehreren Seiten besprechen zu können. In diesem Sinne, Thomas Waits, Valentin Wedel, Cynthia Zimmermann, Christoph Schneider, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Sabine Weyand, wir hoffen, Sie bald auch in Wien begrüßen zu dürfen. Ich glaube, die Diskussion müssen wir fortsetzen, weil da gibt es wirklich viel zu diskutieren. Aber jetzt wünsche ich mal allen einen schönen Nachmittag. Ich habe versucht, einige dran zu nehmen. Es ist mir nicht bei allen gelungen, aber Fortsetzung folgt. Vielen Dank, schöne Grüße in die Steiermark, nach Brüssel und schöne Grüße an alle, die jetzt in Wien sitzen und vor allem gesund bleiben. Danke, Wiederschauen. Danke, tschüss. Dankeschön, auf Wiederhören und Wiedersehen. Danke vielmals.